So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dayland. Jo, im letzten Part haben wir die Lilly kennengelernt. Das war dann auch soweit okay. Ich habe auch nicht wirklich weitergespielt danach, weil ich brauchte danach echt eine Pause. Und ja, geht's weiter mit Arco und seiner guten Beziehung zu den gesamten Damen hier. Dieser kleine Lümmel. Wo war ich beim letzten Mal stehen geblieben? Ist jetzt schon wieder 2 Tage her, mindestens, oder 3 sogar. Aber ich würde sagen, das passt. Tomaten, ja, Kirschen, sind die ready? Boah, noch 2 Minuten. Hier ist wieder eine Kirsche. Ich denke mal, die lasse ich einfach hier liegen. Warum eigentlich nicht? Ich meine, die Kirschen tun nicht weh. So, okay, 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 super, läuft alles wunderbar. Wo stagniert es denn gerade? Ich brauche einen Fruchtsaft. Dafür brauche ich Ankbeeren. Die Ankbeeren kriege ich, glaube ich, erst, wenn ich die Fledermausflügel habe. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. So, Moon. Du weißt, ich hab dich gern. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch eine Quest für mich hast. Keine weiteren Aufträge, dann lass uns nach Ankora fliegen. Vielleicht kriege ich hier ein paar... Vielleicht kann ich hier ein paar Ankbeeren bekommen. Da bin ich mal gespannt. Der weise Navi hat eine Brieftaube geschickt. Er hat mich gebeten, Ankbeeren zu bringen, der als Gabe für die Pilgerreise zum Lebenstempel mitnehmen möchte. Aber ich muss auf eine neue Lieferung warten und kann nicht weg. Kannst du die Beeren für mich mitnehmen? Alles klar. 5 Beeren. Genau, darauf habe ich gewartet. Die geben mir jetzt Beeren. Ich glaube, der braucht nur 3 Stück oder 4. Und davon kann ich dann eine behalten. Ich könnte die natürlich auch jetzt auf meinem Planeten alle pflanzen und warten, bis die wieder 5 neue abgeerntet haben. Aber ich glaube, das wird nicht nötig sein. Ich glaube, der Umi hatte mir so viele mitgegeben. Ist doch Umi, oder? Ja. So, weiser Nidavi. Fehlt noch etwas, um den Auftrag zu beenden. Nidavi, wir bringen Ihnen die Ankbeeren für Ihre Reise. Vielen Dank, gerade noch rechtzeitig. 3 Beeren reichen, den Rest kannst du behalten. Akko, versuchen Sie auf Dayland anzupflanzen. Vielleicht schlagen Sie Samen in der Erde deines Planeten... schlagen die Samen in der Erde deines Planeten Wurzeln. Gute Idee, Moon. Wunderbar. Das hat doch schon mal super gepasst. War eigentlich nicht... Das war eigentlich not bad. So, da hinten Eichhörnchen. Ah ne, die Eichhörnchen lasse ich mal lieber. Besser ist das. Ich meine, was haben die denn? Im besten Falle Fleisch, im schlechtesten Falle Nüsse. Und ich muss den Eichhörnchen jetzt nicht die Nüsse klauen. Hey! Schön, dass du da stehst, wo keiner hinkommt. Moon, bitte! Na. Ah. Bugge die Bug. Na gut. Egal, passiert. So, Moon, wir müssen zurück. Komm mit, Mädchen. Auf die Füße. Los geht's. Links 2, links 2, links 2. Nee, komm, wir wollen uns ja jetzt nicht aufhören wie... Linksbums. Wie hier der Chef. So, Umi. Hast du den letzten Auftrag noch nicht beendet? Achso, ja, stimmt. Das ist ja sein Auftrag. Obwohl der Nidavi mir das gesagt hat. Gut. Dann will ich die Ankbeeren mal pflanzen. Ich würde sie hier oben pflanzen. Genau, da hat uns die
Mona schon direkt hingebracht. Warum die uns permanent hier hinbringt, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ach, ärgerlich. Da ist die Beere doch gleich runtergefallen. Ah, wer greift mich denn jetzt schon wieder an? Axt, na gut. Das ist zwar schön, dass sie uns Löwenzahnsamen und so herbringen, aber es bringt mir halt nichts. Okay, wo wollte ich das hinstellen hier? Meteoriten! Hoffentlich schlagen die nirgends ein. Nein, Küken! Nicht aufs Küken! So, dann muss ich gucken, wo ich die Beeren anpflanze am besten. Okay, Wassermelonsamen. Ansonsten nichts Besonderes. Okay. Angststrauch. Ich würde sagen, machen wir den hier hin. Ja. Hier so ein dahin. Wunderbar. Den anderen hier hin. So ein bisschen weiter weg. Dann kann ich hier noch durch. Die Samen der Angbären scheinen auf meinem Land zu wirken zu können. Okay, sie werden Streuer... Wie werden die Sträucher wohl aussehen? Da bin ich auch gespannt. Oh, Regen. Das ist eigentlich ziemlich perfekt. Diese Wolke fängt an zu regnen. Okay. Dann hier drüber. Dann hier hin. Hier einfach mal kurz überall drüber. Wunderbar. Hier kurz drüber. Da drüber. Hier auch. Hier auch mal in den Wasserturm rein. Und dann läuft das. Oh, die werden rötlich. Manche, die sehen auch immer ein bisschen anders aus. Manchmal werden die rötlich, manchmal werden die manchmal anders. Das ist eigentlich ganz lustig. So, Kirschen. Beeren. Wunderbar. Die sind auch schon gewachsen, das ist schön. Hier muss noch eine Regenwolke geben, hier nochmal drüber und da nochmal drüber. Wunderbar, einfach drüber, dann wächst der ganze Kram schneller. So, bis das wächst. Okay, die Mine ist voll, da muss ich warten, bis der Goliath wiederkommt. Beziehungsweise der von Dayland zum Leben erweckte Kai. Grüße gehen raus, Bro. Gut, jetzt wo Pilzchen nehme ich noch mit. Wo ist der andere Pilz? Da, an der Mine, okay. Dann pflanze ich die Tomaten ab, warte bis die Angststräucher fertig sind und gucke dann, ob ich noch Dingsbums. Sind da noch ein Pilz? Also hier langsam. Ne, ich kann nicht den ganzen Tag damit verbringen, den ganzen Part damit verbringen, Pilze zu sammeln. Irgendwo muss es auch mal gut sein. Locke! Alte Socke, Locke. Wunderbar. Hast du noch irgendwas für mich? Ich habe einen Moment, in ein paar Monaten wird es hier eine Versammlung der Zauberer geben. Sie ist mir sehr wichtig, da der Gewinner eine sehr angesehene Auszeichnung erhält. Meister Arko, wir dürfen uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ich brauche deine Hilfe. Kein Problem, ich bin immer bereit, dir zu helfen. Okay, ich brauche nur noch eine weitere Zutat für meinen Pflanzenmutationstrank. Es gibt eine Art von giftig-humanoiden Pilzen. Ich brauche ein Stück dieser Pilze. Dieser Planet hat die richtigen Bedingungen, damit sich dieser Pilz ausbreiten kann. Ich verstreue ein paar Sporen wie Köder. Wir warten auf den Einbruch der Dunkelheit und dann... Und dann sie gehören uns. Stimmt, der macht jetzt diese Mutantenpilze hier rum. Ah, okay, die sind all anfällig gegen Dingsbums. Okay, so. Ich weiß nicht, wie viel ich von denen brauche, aber die muss ich besiegen. Warum drei? Von denen habe ich doch...
Okay, okay, okay. Na gut, dann will ich den mal platt machen. Mann, Locke, du kannst doch nicht einfach irgendwelche giftigen Pilze hier rumeiern. Mensch, das geht doch nicht. Du hast sie alle erwischt. Wunderbar. Endlich kann ich meinen Pflanzenmutationstrank. Teile das Rezept. Er soll eine Überraschung für die Versammlung werden. Okay. Schon wieder. Ah, ich bin vergiftet. Nein, wie lange? Oh. Ja, das ist gut. Können wir endlich... Wunderbar. Jetzt habe ich auch endlich den Kram für Hut. Super. Oh, ist das gemein. So, okay, wunderbar. Ich muss eh noch was essen. Gesundheit 10, Lebensmittel 20. Dann esse ich meine Wassermelone. Die gibt nämlich von allem ein bisschen was. So, dann nochmal. Dann ist der Käse gegessen. Nein, nicht zerstören, bist du des Wahnsinns. So, oh, was geht denn hier ab? Ich will doch nur mein... Nein! Das war nicht so geplant. Okay, der hat nichts kaputt gemacht. Aber den einen Kometen habe ich verkackt. Na gut, kann man nichts machen. Sind die Ankbären soweit? Wann können die? 1,5 Minuten. Der ist bereit. Wunderbar. Dann habe ich doch schon mal eine. Ich denke mal, die 2 Sträucher reichen aus. Ich will jetzt nicht zu viel hier an meinen Saat, an meiner Saatgutquelle. Sieht aber cool aus. Sieht eigentlich auch so ein bisschen aus wie im richtigen Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil... Wenn du halt einen Planeten hast und der zwar schön fruchtbar ist, wächst ja überall was, aber das meiste natürlich in der Quelle, weil da die, Dingsbums zur, der Weg zum Wasser einfach am schnellsten ist. Na, die Tomaten sehen noch nicht ganz reif aus, ein paar grüne sind noch dabei, ein paar gelbe, aber das passt schon. Darf man nicht wählerisch sein, es ist ja ein Survival. So, was haben wir denn? Wovon haben wir denn am meisten? Ich würde sagen, ich mache nochmal eine Karotte. Dann nochmal eine Wassermelone. Und nochmal Weizen. Weil das schafft doch... Goliath! Oh, super. Oder Sky, Kai, Mai. Was geht? Ich sehe, du hast ein paar Steine aus der Mine. Für etwas Metall transportiert sie mein Raumschiff. Kriegen wir hin. So, ich habe im Moment keine Aufträge. Kannst du mir was verkaufen? 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß nicht, ob ich das noch brauchen kann. Von daher, Larven habe ich genug. Hähnchen nimmt der ganz gerne. Die Dinge auch. Aber aktuell, ich kann dir mal 150 Steine verkaufen. Von denen habe ich eh genug. Und so viele Steine werde ich nie wieder brauchen. Wunderbar, was nimmt er denn noch? Metall habe ich auch mehr als genug. Schlüssel, nein. Passt. Wunderbar. Das Pilzchen habe ich, das ist ganz gut. Jetzt kann ich eigentlich eine Runde pennen. Das habe ich. Löwenzahn, jetzt muss ich die Lilly rufen. Ich brauche noch 2 Ankbären. Na gut. Macht aber nichts. So, ich würde gerne die Ausdauer weiter steigern, weil ich benutze nicht so viel Zauberei. Ist eigentlich gut. Wir müssen auch wieder in die Mine. So, am wenigsten habe ich Tomaten. Am wenigsten habe ich Melonen aktuell. Kirschebären, Ankbären, ja, die sind ja am... Kann ich hier abgrasen. Aber das, was ich anbauen kann... Naja, erstmal hier das Zeug fertig werden lassen und dann nochmal einen kleinen Überblick verschaffen. Bis der Halunke weg ist. Nein, falscher Knopf gedrückt. Och, ich Idiot. Schon wieder. Och, jetzt habe ich eben B gedrückt anstatt X. Jetzt habe ich... X gedrückt anstatt B. Meine Güte, was ist denn los? So, na komm.
Na, jetzt klappt's doch wie am Schnürchen, sagte er und verkackte. Oh, das war knapp. Sag ich ganz ehrlich, ich war kurz davor zu verkacken. Na gut. Das wäre etwas ärgerlich gewesen, aber zur freudigen Unterhaltung ist nichts passiert. So, 10 Sekunden, das passt. Wie lange braucht das noch? Hast du jetzt die Beere gefressen? Komm mit. Die Beere brauche ich noch. Später kannst du von mir aus alles fressen, was du willst. Hm? Na, wer ist denn da groß geworden? Ja, bist du ein Feiner? Ja, du bist ein ganz Lieber, ne? Nicht schneiden. Schieben. So, dem Schaf geht's auch gut. Die Küken schlafen. Das ist doch super. Jetzt kann ich endlich in die Mine. Oder? Ja, meinem Planeten geht's gut. Super. So, machen wir hier ein bisschen Feuer. Nein, du sollst Feuer machen, Akku, nicht zerstören. Hier auf dem Planeten wird nichts zerstört. Das ist ein lieber Planet. Hier können alle friedlich miteinander leben. Es ist sehr dunkel. Ja, ich weiß, dass es dunkel ist, mein Bubi. Jetzt machen wir ein bisschen Feuer, ne? Ups. Na gut, immerhin Metall gefunden. So, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das, wunderbar. Aber bringt auch nichts, andere Sachen zu machen. Du musst hier wirklich so viel mitnehmen, wie es geht. Also erst wenn das alles fertig ist, dann kannst du hier... Dann wird hier was freigeschaltet. Was man damit machen kann, weiß ich allerdings nicht. Ich glaube, soweit ist das Spiel noch nicht. Ist es überhaupt soweit? Ich weiß es wirklich nicht. Von daher, warte mal, wie viele Angbären habe ich denn jetzt? 2, das ist nicht so viel. Überraschenderweise geht Weizen sehr gut. Wassermelone, Sonnenblume. Davon könnte ich noch ein paar brauchen. So, 11 Minuten, 15 Minuten, 3 Minuten. Okay, das müsste auch bald fertig sein. So, Kirsche nehme ich noch mit. Die nehme ich noch mit. Ah, Regen ist ganz gut, aber Blitz... Das ist nicht so ganz toll. Das ist nicht so ganz toll. Warte mal, gab es denn nicht noch... Wo ist denn der Kristallaltar? Den wollte ich doch auch nochmal verbessern. Metall und Silber brauchen. Okay, Metall kriege ich automatisch. Das ist kein Problem. So kurz mit dem Regen überall mal drüber. Das passt. Und jetzt gucken, dass meine Oase einigermaßen frisch bleibt. Küche, nee, Labor. Warum man einen Fruchtsaft im Labor macht, weiß ich nicht. So, gut. Das ist wunderbar. Für die Hute. Für die Lilly auch. Das ist schön. Ich brauche jetzt noch Eimer. Dann habe ich den auch auf Max. Oh, super. Guck mal, läuft doch langsam. So, Silberbarren. Davon brauche ich 10. Dann ist der nämlich auch fertig. Schön, dass es überall so richtig stark regnet. An sich ja. Gefällt mir nur nicht, dass es so blitzt. Sonnenblume. Ah, es hat aufgehört zu regnen und der Blitz hat nirgends eingeschlagen. Das ist gut. Was greift denn jetzt schon wieder an? Hm? Die ganze Zeit. Weißt du? Die ganze Zeit. Habe ich rumgeheult. Ich kriege keine Fledermausflüge, weil die Fledermäuse nicht angreifen. Jetzt greifen sie endlos an. Was ist das? Kill it with fire. Na, ich weiß nicht. Wenn der sich nicht an meine Blumen verschanzt hätte, dann würde ich den nicht mit Feuer töten. Okay, es sind irgendwelche Dornen. Ja, kannst einschlagen, passt schon. So, die Lilly müsste auch gleich kommen.
So, dann nehme ich nochmal. So, gut gemacht. Wenn du müde bist und spürst, wie du die Kraft verlierst, kann dir der Fruchtsaft einen Energieschub geben. Das werde ich mir merken, Lilly. Neben Bäumen helfen Blumen, deinen Planeten sich auszudrücken und zu atmen. Aber Lilly, ich weiß nicht, wie man Blumen pflanzt. Blumen wachsen im Gegensatz zu Bäumen in Töpfen. Zuerst musst du also in der Werkstatt an deinem Haus einen Steintopf herstellen. Okay, dann bleib da mal da. Haben wir jetzt ein neues Rezept freigeschaltet? Ja. Mal mit 3 Stück, das reicht aus. Die Hühner wachsen automatisch, ohne dass ich die überfütter. Das ist ganz gut. Bum, 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 bum. Der Blumentopf ist fertig, toll. Jetzt musst du den Blumentopf an einen Ort mit viel Sonnenlicht stellen, um ihn mit Erde und Kompost füllen. Wenn du soweit ist, pflanze diese Plautropfen. Das ist einer meiner Lieblingsblumen in den Samen und etwas Kompost. Okay. Ich kaufe trotzdem nochmal 2 Kompost von ihr. Boah, das ist ganz schön teuer. Das kann ich verkaufen. Eis kann ich, ja, die Hälfte verkaufen. Ansonsten... Ja, da habe ich jetzt miese gemacht. Ist aber nicht weiter tragisch. Ich habe keinen Stroh mehr. Nein! Das Schaf muss hungern. Erster Schaf. Und dann die Blumentöpfe. So, bauen. Blumentopf. Genau, wo wollen wir den denn hinstellen? Stellen wir den hier an den Rand? Warum eigentlich nicht? Super. So, einen Blumentopf haben wir noch. Ist auch ganz cool, dass sie so unterschiedliche... Warte mal, warte mal. So, was brauche ich? Löwenzahn und Plautropfen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt was gibt. Da bin ich jetzt einfach mal gespannt. Ich sollte doch Blautropfen sammeln. Das ist immer die Sache, die ich glaube, dieses Saatgut heißt anders da als das, was es gibt. Ich glaube, die geben Löwenzahnsamen, okay. Blautropfensamen und Gänseblümchen, genau. Sind das die botanischen Begriffe? Wenn ich da was pflanze. Ich weiß es nicht so ganz, aber okay. Kann ich Kompost eigentlich auch so herstellen? Nee, ne? Doch, das geht. Dorn, Stoff und Stroh. Ah, okay, okay, okay. Hier ist noch ein bisschen was offen. Hier ist noch einiges offen. Ui, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Aber wir kommen voran. So, okay. Das habe ich gemacht. So, dann rufe ich mal die Moon. Zieh wieder Fisch. Ja, es gibt Fische. Moon, komm, ich bin am Angeln. Angel mit mir, Mädchen. Ah, super. Die Moon ist toll. Kannst du sagen, was du willst? Die weiß, was... Die weiß, was geht. Die mag das Leben echt genießen. So, jetzt fahren wir mal zurück nach Ancora und bringen der Hut ihr Zeug. Oh, mein Besuch, kann ich mit allen nochmal sprechen? Oh nein, ich kann es nicht fassen. Was ist los, Yumi? Warum bist du so traurig? Die Piraten haben mich gestern Nacht wieder angegriffen. Sie haben Lana, mein Schaf, mitgenommen. Hast du etwas gesehen, das uns da weiterhelfen könnte, sie zu finden? Sie hatten ein dunkles Schiff in Form eines Hais mit vielen Kanonen. Goliath! Akko, du musst das Schaf zurückholen, wenn du die Piraten das nächste Mal siehst. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Alles klar. kriegen wir hin. Da müssen wir dem ein bisschen auf die Oma hauen, im Lümmel. Aber dann passt das schon. Der ist dann relativ human, der Kerl. Er ist gar nicht so ein verkehrter Mensch. Ist zwar ein Pirat, aber ist ein ganz lieber eigentlich. Tut immer nur so ein bisschen cool und böse. Habe ich dem Monster gerade eine Karotte geklaut?
Warum hast du eine Karotte dabei? Warum wachsen die überhaupt Karotten? Na gut, sei es drum. Okay. So, dann müssen wir demnächst die Lilly rufen. Es ist fertig. Der Eintopf ist köstlich. Es ist das Rezept meiner Mutter. Ich bin mir sicher, es hätte sie gefreut, es dir zu schenken. Ah, super, wir haben einen Eintopf bekommen. Wunderbar. Hast du noch sonst noch was zu tun? Ich möchte dem Tempel eine Gabe bringen. Könntet ihr Nivadi diese Auberginen bringen? Das sind die besten, die ich noch habe. Ich gebe euch noch ein paar für euch selbst. Aber gerne doch. Oh, super. Wir haben jetzt 4 Auberginen bekommen. Den müssen wir 3 Stück bringen. Und jetzt können wir auch Auberginen anpflanzen. Ah, wunderbar. Dann werde ich das auch gleich mal tun, wenn ich zurück auf Dayland bin. Wenn natürlich meine Felder fertig sind. Die Fitne muss meinen Auftrag zu beenden. Nivadi, wir bringen eine Gabe von Jude. Oh, was für ein köstliches Gemüse. Der Tempel wird ihre Gebete erhören. Super. Achso, okay. Metallsilberner Schlüssel ist eigentlich relativ wumpe. Schade, dass man nicht mehrere Spielstände haben kann. Das ist wirklich schade. Aber ich finde es jetzt nicht so tragisch. Was sagt denn die Zeit? 26 Minuten und 32, 33, 34, okay. Ja, dann fahre ich zurück nach Dayland. Beende den Part. Die haben mir jetzt... Ah, nee, warte mal. Ich gehe nochmal zurück zu Hut und sag ihr, dass ich das... dass ich die Gaben überbracht habe. Vielleicht hat die noch was für uns. Ich hasse es zu fragen, aber ich habe keine andere Wahl. Nur zu gut, was los? Umi kümmert sich um die Vorratslieferung, die ist per Schiff angekommen. Ich warte schon seit einigen Wochen auf eine Lebensmittellieferung. Ich bin mir sicher, dass sie bereits angekommen ist, aber ich möchte nicht mit Umi sprechen. Keine Sorge, wir kümmern uns drum. Vielen Dank, das ist lieb von euch. Wusste ich doch, dass da noch was los ist. Jo. Ist eigentlich komisch, weil eigentlich mögen die beiden sich. Aber die wollen sich zugeben. So. Eichhörnchen, wenn du lieb bist, bist du lieb. Wenn nicht, mach Hackfleisch aus dir. Eichhörnchen-Gulasch. Da ist ja nichts dran an so einem Vieh. Würde ich lieber knuddeln. Umi, eine Freundin von uns hat um Lebensmittelvorräte gebeten. Gut. Ja, sind Sie schon angekommen? Um ehrlich zu sein, nein. Ich bin sicher, sie braucht die Vorräte, um zu überleben. Hier, nimm das von mir mit. Sag ihr, es ist die Lieferung. In Ordnung. Also bei Fleisch, Brot und Wassermelone. Jo, guck mal, wie lieb der ist. Der ist eigentlich total goldig. Ich meine, der ist voll lieb, weiß, er gibt seine eigenen Vorräte, damit die Jude überleben kann. Das ist ein braves Männchen. Braves Männchen ist gut zu seinem Weibchen. Ja, soviel zum Thema. Ich fahre zurück nach Dayland, aber zum Glück habe ich mir das... Gut, Umi hat uns die Vorräte für dich gegeben. Endlich! Aber... Moment mal, das sind nicht die Vorräte, die ich bestellt habe. Wo sind Reis und Milch? Ich bin sicher, dieser Ank hat etwas von meiner Lieferung behalten. Nein, Umi würde das nie tun. Er ist sicherlich nur ein Versehen. Hey, Hut, hast du noch deine alte landwirtschaftliche Hacke? Ja, aber ich benutze... Ich benutze sie nicht. Ich bin jetzt ein Jäger und hier im Norden kann eh nicht viel angepflanzt werden. Warum schenkst du sie nicht Akko? Er kann sie sicher gut gebrauchen. Sie befindet sich in einem ziemlich schlechten Zustand. Aber wenn du die Materialien hast, kannst du eine ähnliche nachbauen. Danke. Ich stell genauso eine her. Super. Neue Mission. Oh, wunderbar. Jetzt haben wir auch eine neue Hacke. Das ist ganz gut. Jo, damit haben wir auch schon die Stufe 3 Hacke freigeschaltet. Jo, wir haben jetzt einiges zu tun. Okay. Ja, hier können wir jetzt nichts mehr machen. Die haben uns 3 Aufträge gegeben. Die müssen jetzt erstmal verarbeitet werden. Das bedeutet, zurück nach Dayland. Dann mache ich den Auftrag von dem Weisen fertig im nächsten Part. Ich versuche es zumindest. Und dann... Hast du mir den Baum abgerissen? Nee. Hast du nicht. Okay.
Nein, nicht zerstören. Pflücken. Genau, das ist ganz lustig. So, ein Löwenzahn. Mach ich von allem mal eins. Warum nicht? So, was haben wir denn hier? Lilly, okay, okay, okay. Das ist eine Arbeit. Da muss ich warten, bis der Goliath fertig ist. Und dann gucke ich mal, was die Hacke so bringt. Stufe 3. Dafür brauchen wir 2 Silber. Habe ich noch genug Silber? Nein, habe ich nicht. Da müssen wir nämlich nur noch einmal drauf, und dann wird das... Oh, 500 XP. Das ist viel. Jo, geht langsam richtig los hier. So, hole ich mal die vorbei. Mal aber beim nächsten Mal. Also dann, Leute, macht's gut. Ciao mit V.